Ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem Kanal. Viel Freude mit dem Video. Maya-Kalender am 26. Juni 2019. Ich möchte gerne etwas mitteilen. Mein Hotline funktioniert wieder. Die Bundesnetzagentur war schnell, hilfsbereit, verständnisvoll, ohne Strafe, haben wir alles wunderbar erledigen können und es steht jetzt der Vertrag auf meinen Namen, also das haben wir selbstverständlich jetzt verändert. Die Nummer befindet sich unten in Infobox und im Anhang. Und jetzt zu diesem Maya-Kalender. Die alten Mayas haben ein ganz präzise Kalendersystem ausgearbeitet. Ein Teil wurde zwar durch die Inquisition zerstört, aber ein Teil ist noch erhalten geblieben. Auch wenn das für uns etwas fremdartig erscheint, ich möchte das näher bringen, weil dieser Kalender ist wirklich im Einklang mit der Natur und im Einklang von kosmischen Einflüssen. Bei diesem Kalender gibt es 20 Wellen. Wellen bedeutet Schwingungen, Tönen, Frequenzen und eine Welle dauert 13 Tage lang. Das ist so ähnlich wie in unserem Kalender, die 7-Tage-Woche. Wir befinden uns gerade in 16. Welle und das dauert bis 6. Juli 2019. In diesem 16. Welle herrscht Kip. Das ist dieses Symbol dafür. Kip bedeutet übersetzt Eule. Und weil dieser Kip regiert, diese 16. Welle natürlich, das sind die wichtigsten Themen. Das ist die Welle des Wissens, die Welle des Verzeihens. Wird von Eule regiert, verbunden mit der Fähigkeit, im Dunkeln zum Sehen und dort Weisheit zu erlangen, in die Tiefe schauen, alte Schmerz loslassen. Das ist die innere Befreiung und inneres Wachstum. Wir befinden uns im 3. Tag dieser 16. Welle und regiert die Zahl 3. So haben die Mayas das gezeichnet. Und beschrieben wird es, etwas kommt in Bewegung, es ist ein Schwung und symbolisiert die Kommunikation. Die heutige Tagesenergie ist Esnab. Das ist das Symbol dafür. Esnab bedeutet übersetzt Spiegel. Es wird gerade etwas gespiegelt. Nicht nur die Spiegel als Symbol herrscht hier, sondern auch Schwert. Das heißt etwas klären, aufklären oder klaren Entscheidungen treffen. Es ist zwar etwas schleierhaft, aber wir durchtrennen gerade diese Schleier. Wir sollen die beide Seiten, die Münzen anschauen und dann klare Entscheidungen treffen. Als Krafttier gilt heute Hai. Und das war die Botschaft aus dem Maya-Kalender. Und das war diese Aufnahme. Wenn es euch gefallen hat, ich freue mich, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal, eure Dendera Susanna Medici.